Das Silbernetz-Hilfetelefon will alten Menschen, die unter Einsamkeit leiden, ein offenes Ohr bieten. 20 Freiwillige sind an den Feiertagen rund um die Uhr erreichbar. Foto: Martina Troxler. Zu Weihnachten startet eine kostenlose Hotline aus Wedding, die sich an einsame Menschen richtet. Doch die Finanzierung wackelt schon jetzt. Vor 3 Jahren wurde Elke Schillings stiller, alter Nachbar aus seiner Wohnung getragen, in einem Leichensack. Monate zuvor hatte sie ihm Hilfe angeboten. Doch die wollte oder konnte er, der alleine lebte, nicht annehmen. Auf seinen Tod wurde die 73-jährige Wedding-Ehrin aufmerksam, weil ein Pizzafilet 2 Wochen lang an seiner Wohnungstür hing. Da war ihr Nachbar schon lange tot. Ein Schlüsselerlebnis für Schilling, die frühe Staatssekretärin für Frauenpolitik in der Magdeburger Staatskanzlei war und heute Vorsitzende der Seniorenvertretung Mitte ist. Sie fing an, mit Freunden darüber nachzudenken, was man tun kann, um Menschen zu erreichen, die sich von der Gesellschaft immer weiter entfernen. Menschen wie ihr Nachbar. Nach Schätzungen, die auf dem Deutschen Alterssurvey und der Generali-Altenstudie basieren, leidet ungefähr jeder dritte Mensch über 60 Jahren in Deutschland mindestens gelegentlich an Einsamkeitsgefühlen. Das wären in Berlin mehr als 250.000 Menschen. Am Ende von Schillings Überlegungen stand das Silbernetz, eine Telefon-Hotline, die vereinsamten älteren Menschen einen Weg aus der Isolation bahnen soll. Das Zuhause ist der letzte private Raum, da jemand Fremdes reinzulassen, ist für viele beängstigend, sagt Schilling. Sie kennt das Problem auch aus ihrer Arbeit in der Seniorenvertretung. Deswegen sei das Telefon mit seiner Distanz und Anonymität, aber auch durch die Nähe, die von der menschlichen Stimme erzeugt wird, genau das richtige Medium, um einsame Menschen zu erreichen, glaubt Schilling. Die gleiche Erfahrung machen die Sozialkommissionen der Bezirke. Das sind die Ehrenamtler, die unter anderem Senioren zum Geburtstag gratulieren. Vor ihrem Besuch schicken sie immer einen Brief. Ein Drittel wird gar nicht erst beantwortet. Das Silbernetz hat ein 3-stufiges Konzept. Zum einen gibt es das Hilfetelefon unter der kostenlosen Rufnummer 0800 470 8090, das am 24. Dezember erstmals für Berliner Senioren freigeschaltet wird. Weil Einsamkeit an hohen Feiertagen, wenn Familien zusammenkommen, besonders schmerzt. Die Pilotphase geht bis zum 1. Januar. Die Hilfenummer können Menschen wählen, die akut unter Einsamkeit leiden und mit jemandem sprechen möchten. Einen Zuhörer suchen. 20 professionell geschulte Freiwillige sind dann rund um die Uhr erreichbar. Zweitens gibt es die Silbernetz-Freundinnen und Freunde, die in einer Art Patenschaftssystem einmal die Woche einen Senior anrufen und ihm etwa eine Stunde ihrer Zeit schenken. Wer vom Hilfetelefon Gebrauch macht, wird auch auf diese Möglichkeit hingewiesen. In einem dritten Schritt sollen diese Paten auch auf Angebote im Kiez, die sich speziell an ältere Menschen richten, hinweisen und versuchen, die Senioren für die Teilnahme zu motivieren. Vorbild für das Projekt unter dem Dach des Humanistischen Verbands Deutschland, HVD, ist die Silberline Helpline in Großbritannien.